Ich habe in der letzten Videoepisode dieser Reihe darüber erzählt, wie Isaac Asimov drei Romane, die er am Anfang der 50er Jahre schrieb, nachträglich in sein Foundation-Universum eingliederte. Gerade in Deutschland wurden dann diese drei Romane als Das Imperium von Trantor, die frühe Foundation-Trilogie beim Goldman Verlag präsentiert. Doch diese drei Romane haben zueinander keine Überlappungen und miteinander bei näherem Hinsehen nichts zu tun. Sie also in einem Shared Universe zu sehen, setzt schon auch ein wenig die aktive Vorstellungskraft der Fans und Leser voraus. Nun ist es allerdings so, dass zwischen The Stars Like Dust und diesem Roman hier auf der chronologischen Skala eine massive Entfernung liegt. Jahrtausende. Und obwohl alle drei Bücher auf galaktischer Ebene eine bestimmte Zeitperiode beschreiben, ist The Stars Like Dust doch eher ein einsamer Roman in einem atemraubenden Strom der Zeit. Interessant ist auch, dass Trantor, die zentrale Großmacht der Foundation-Romane, bei dieser Trilogie in zwei der Bücher gar nicht erwähnt wird, da sie Asimov ursprünglich als isolierte, alleinstehende Romane schrieb. Allein in dem 1952 verfassten The Currents of Space, auf Deutsch auch bekannt als Der fiebernde Planet, also das Buch, um das es heute geht, tritt Trantor unmissverständlich in Erscheinung. Asimov hatte zu jenem Zeitpunkt längst an Foundation gearbeitet und somit war es schon damals in 1952 seine Absicht, diesen Roman in ein größeres Worldbuilding einzubinden. In Deutschland würde das Buch bei neueren Auflagen inzwischen unbenannt und als Ströme im All publiziert, also eine wörtliche Übersetzung des Originaltitels. Allerdings ist Trantor an dieser Stelle nicht der Schauplatz der Geschichte, sondern lediglich eine ferne Macht, die mit politischen und wirtschaftlichen Mitteln ihren Einfluss in der Galaxie ausweitet. In der letzten Episode hatte ich auch zum Ausdruck gebracht, dass Sterne wie Staub der schlechteste Roman aus dieser Quasi-Trilogie ist, eine Position, mit der ich nicht allein stehe. Nun, dieses Buch hier, The Currents of Space, ist nach meinem Dafürhalten von den drei Romanen der beste. Die Geschichte ist geradezu großartig. Und ich bin überrascht, dass noch niemand den Versuch unternahm, dieses Buch zu verfilmen. Denn obwohl viele Asimov-Romane ihre Spannung eher aus stimulierenden, interessanten Dialogen beziehen, Asimov war nicht gerade ein actionlastiger Schriftsteller, ist dies hier eine äußerst charmante Ausnahme. Dieses Buch ist von Anfang bis Ende spannend. Wir werden mit faszinierenden Handlungspersonen konfrontiert und erfahren unglaublich viel über diese galaktische Ära. Doch zu keinem Zeitpunkt werden wir mit Exposition erschlagen. Diese Informationen fügen sich recht beiläufig in die straffe Handlung ein. Dieser Science-Fiction-Roman hat die Atmosphäre eines Agenten-Thrillers, doch er besitzt zugleich auch das populäre Motiv des Mannes ohne Gedächtnis. In dieser Variante also jemand, der in seinem Alltag gewisse Besonderheiten festzustellen beginnt, was zu der Erkenntnis führt, dass der Protagonist nicht der ist, für den er sich selbst gehalten hatte. Dieses Sujet haben wir seitdem in vielen Varianten gesehen, vom manchurischen Kandidat über Born Identity. Doch damals in 1952 war das eine recht originelle Idee, doch sicherlich auch der aufkommenden Paranoia des Kalten Krieges geschuldet. Und obwohl man diesen Roman unschwer der Space Opera zuordnen kann, ist dies zugleich auch ein Roman, der starke dystopische Züge besitzt. Wir erleben hier eine interplanetarische Zweiklassengesellschaft. Der freie Planet Sark, der sich den Planeten Florina als eine Kolonie hält. Denn dieser Planet ist die einzige Quelle für Kirt, eine etwas rätselhafte, doch äußerst wertvolle und vielseitige Pflanze. Die Florinier werden von den Sarkiten wie Sklaven ausgebeutet, was Sark den Umstand erspart, das wertvolle Kirt teuer zu kaufen. Ein Motiv, das zeitlos ist, gemessen daran, dass zum Beispiel Frankreich sehr viele Jahre seinen Kampfstiefel an der Pulsader eines Landes wie Niger in Nordafrika hatte, ein Land, aus dem sie extrem preiswert ihr Uran für Atomkraftwerke bezogen und ein Land, das trotz allem stets ein Schlusslicht aller Armutsberichte blieb.
So arbeiten die meisten Florinier auf Krittfeldern. Sie werden von der Bildung ferngehalten und sogar weite Teile der komplexen Gebäudeanlagen, die die Sarkiten auf Florina erbaut haben, bleiben ihnen verwehrt. Gleichzeitig gelingt es nicht, Kirt auf anderen Planeten anzupflanzen, und das Ganze ist ein botanisches Rätsel. Übrigens ist die Idee dieses Kirts literarisch extrem reizvoll und ein wenig absurd zur gleichen Zeit. Es kommt darauf an, wie sehr man eben bereit ist, diesen Roman mit Haut und Haaren anzunehmen. Einerseits ist Sark ein Planet, dessen gesamte Existenz davon abhängig ist, dass Kirt angebaut, geerntet und auf Florina verarbeitet wird, damit die dominanten Sarkianer damit Handel treiben können. Das hat interplanetarische Konsequenzen. Nun, das Material wird als extrem flexibel beschrieben, aber zumeist wird es zur Herstellung von Textilien benötigt. Es ist eine seltsame Idee, dass in der fernen Zukunft, Jahrtausende von uns entfernt, in einer super futuristischen Welt so viel davon abhängt, aus was man seine Hosen näht. Da war das Spice in Dune deutlich reizvoller. Aber auf der anderen Seite beschreibt Asimov Kleidung, die aus Kirt hergestellt ist, eben als etwas, das die Leute nirgendwo sonst gesehen haben. Da ist eben eine Materialqualität vorhanden, die man auf 100 Meter erkennen kann. Das Material ist unzerstörbar, aber vor allem sieht es eben so einzigartig aus. Und gerade weil die Sark-Eliten vorzugsweise Kirt-Kleidung tragen, macht sie das sehr auffällig und es lässt sie geradezu engelhaft durch die ansonsten profane Welt der Florinier schreiten. Das ist also wiederum eine interessante, wenn auch wenig plausible Idee. Im Mittelpunkt von The Currents of Space steht Rick, ein Mann in mittleren Jahren, der ein gewöhnlicher Arbeiter ist, aber auch jemand, der ein wenig den Ruf hat, etwas langsam und nicht der Hellste zu sein. Rick arbeitet in einer Kirt-Fabrik und seine beste Freundin ist Valona, die sich um ihn schwesterlich kümmert. Doch Rick beginnt, seltsame Gedanken zu haben, geradezu Eingebungen, die Valona beunruhigen. Sie ist selbst eine eher einfache Frau, wie so viele auf Florina, und macht sich wegen Ricks Gebaren Sorgen, da sie denkt, er könnte psychisch krank sein. So teilt sie ihre Sorgen dem Ortsverwalter Terenz. Die Ortsverwalter sind Florinier, doch solche, die von den Sarkiten gewisse Privilegien erhalten und von denen deshalb erwartet wird, dass sie für Ruhe und Ordnung sorgen. Nun ist es aber so, dass Asimov den Roman nicht als ein Drama mit dem großen Fragezeichen konzipiert. Auf die Lösung des ersten Rätsels verweist er sogar unmissverständlich hin, indem er uns erzählt, dass alle Florinier sehr blasse Haut haben und überwiegend rothaarig sind, während Rick recht dunkle Haut hat und schwarzes, krauses Haar. Es ist mehr so, dass niemand mit Rick etwas anzufangen weiß, da er selbst nichts über seine Herkunft erzählen kann. Somit für Terenz ist Rick ein wiederkehrendes Problem, das auf seinem Arbeitstisch landet. Den Namen Rick haben ihm ohnehin die florinischen Arbeiter gegeben, ein Name, der in ihrer Mundart so etwas wie Trottel bedeutet. Doch gleichzeitig erfahren wir, dass ein gewisser Dr. Salem Jones, Mitglied eines internationalen Wissenschaftsinstituts, auf Florina gelandet und auf der Suche nach einem verlorenen Wissenschaftler ist. Seine Spur führt ihn zu dem Botschafter von Trantor, Ludigan Abel. Die meisten Leser werden sich also bereits auf der Seite 30 ziemlich gut zusammengereimt haben, dass der Mann ohne Gedächtnis der verlorene Wissenschaftler ist. Außerdem gibt es dann noch einen kurzen Prolog, in dem wir erleben, dass ein Mann einen anderen Mann gefangen hält und eine Löschung seines Gedächtnisses vornimmt, die sich aber wie eine Lobotomie ausmacht. Meine Worte hier sind also kaum als Spoilern zu bezeichnen, da wir all das auf den ersten 30 Seiten erfahren. Der Ortsverwalter Terenz nimmt Rick heimlich in die oberen Etagen der Stadtanlagen, wo eigentlich nur Angehörige der Sark-Eliten und besuchsweise die Ortsverwalter Zutritt haben. Terenz bringt Rick in eine Bibliothek in der Hoffnung, dass einige der Fachbücher Ricks Gedächtnis wiederbringen. Doch damit löst er einen heimlichen Alarm aus, der bei der Ausgabe bestimmter Bücher aktiviert wird.
Doch das ist nur der Anfang dieses fieberhaften Dramas. Und das ist auch eine dieser Stellen, wo natürlich verstanden werden muss, dass dieses Buch ein Kind seiner Zeit ist. Es entstand vor über 70 Jahren und Asimov hatte nicht vorhergesehen, dass nur einige Jahre später kaum jemand in eine Bibliothek geht, da alles plötzlich in diesem seltsamen Ding namens Handy steckt. Doch vergessen wir nicht, dass Michael J. Straczynski noch Mitte der 90er Jahre an Bord der internationalen Weltraumstation Babylon 5 Szenen drehte, wo Papierverträge unterzeichnet werden und die Leute sich zu einem Automaten begeben müssen, um sich die aktuelle Tageszeitung abzuholen, gedruckt auf Papier. So muss man beim Lesen alter Science-Fiction-Romane immer auch etwas nachsichtig sein. Nachher wissen es immer alle besser. Dennoch möchte ich gar nicht zu detailliert die Handlung des Buches nacherzählen. Dafür ist dieses Buch zu spannend, mit coolen Twists und falls du es noch nicht kennst, will ich da nicht zu viel vorwegnehmen. Letztendlich beginnen sich die Schicksalswolken um Rick erneut zu verdunkeln und schon bald befindet er sich auf der Flucht vor unbekannten Verfolgern. Es scheint, dass sich alle und jeder gegen ihn verschworen hat und dass er etwas weiß, das unglaublich wichtig ist. Der Roman findet zu weiten Teilen auf der Flucht statt und Asimov macht dabei eine gute Figur. Vertreter von Trantor treten in Erscheinung und involvieren sich in die Jagd. Rick hat eben nicht nur Verfolger, er hat auch Helfer und jene, die sich für Helfer ausgeben und am Ende doch Verräter sind. Statt also einfach nur die Handlung dieses spannenden Romans auszuplaudern, möchte ich mich lieber mit den Themen beschäftigen, die hier im Mittelpunkt stehen. Die Inspiration für die Geschichte drängt sich förmlich auf. 1952 war in den USA eine geradezu bleierne Zeit der Rassensegregation. Die weiße Bevölkerung der USA feierte sich in einer neuen Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit, glorifizierte das konservative christliche Familienbild mit dem Krawatte tragenden Ernährer und der treuen Gattin am Küchenherd inklusive eines neuen PKWs und eines Vorgartens. Für die Schwarzen der USA fühlten sich die 50er Jahre ganz anders an. Und obwohl in 1952 die Rassenunruhen und der Civil Rights Movement noch wenig fruchteten, entging diese Lebensrealität Isaac Asimov nicht. Die andere Möglichkeit bietet sich förmlich an. Die Unabhängigkeitserklärung Indiens gegenüber der britischen Kolonialzeit war in jenen Tagen, als Asimov diesen Roman schrieb, gerade mal 5 Jahre alt. Und das Wirtschaftsverhältnis der britischen Krone zu der indischen Raj war sichtlich etwas, das sich im Verhältnis von Sark zu Florina durchaus spiegelt. Doch im selben Sinne wurde auch vorgeschlagen, dass dieser Roman eine reine Metapher für das Verhältnis zwischen Großbritannien und Irland jener Jahre ist. Das andere Thema dürfte sicherlich der aufkommende Kalte Krieg gewesen sein und die grundsätzliche Atmosphäre der neuen Geostrategie, die sich in unserer Welt abzeichnete. Der politische Kampf um Macht, insbesondere in der ambivalenten Haltung zwischen Sark und Trantor, wird hier zum Ausdruck gebracht. Aus der Handlung selbst ließe sich Asimovs etwas sperrige Position dabei herausfühlen. Er beschreibt ein imperiales Großreich, das die ganze Galaxie beherrscht, keineswegs als etwas grundsätzlich Positives. Ohnehin interessiert ihn bei so großen Entitäten wie Sternenreiche ein gut-böse Vokabular nicht, aber er macht doch auch deutlich, dass die antagonistische Haltung unterschiedlicher Machtblöcke dennoch die schlechtere Variante ist. Und das mochte eben ein Zeitgeist der 50er Jahre gewesen sein, nach der Explosion der beiden amerikanischen Atombomben über Japan, den man bis heute aus höchsten historischen Kreisen nachsagt, sie seien nicht abgeworfen worden, um Japan zur Kapitulation zu zwingen, sondern um indirekt Russland zu demonstrieren, wer fortan auf diesem Planeten das Sagen hat. Also nach diesen beiden Bombenabwürfen über Hiroshima und Nagasaki eskalierte der sogenannte Kalte Krieg sehr zügig. Die damit verbundene Paranoia trübte das Gefühl des Neuaufbruchs nach dem Ende des Krieges. Gerade für einige Science-Fiction-Autoren drängte sich inmitten dieser Atmosphäre der Gedanke auf, dass dies kein wünschenswerter Dauerzustand sei und dass eine Atomwaffenabschreckungspolitik wohl ganz sicher nicht das gesamte Potenzial des menschlichen Geistes reflektieren kann. Friedensforschung und Antinuklearwaffenbewegung entstanden,
Asimov war nicht gerade ein linker Hippie oder ein Beatnik, um mehr den 50ern gerecht zu werden. Aber er war sicherlich, wie so viele Sci-Fi-Autoren jener Zeit, davon überzeugt, dass eine positive und aufgeklärte Entwicklung des Menschen dazu führt, dass immer mehr Länder sich in immer größere Verbünde zusammenschließen, bis es auf der Erde nur noch eine Regierung gibt, sozusagen die Weltregierung. Das wird heute als die ultimative Horrorshow empfunden, weil der heutige Zeitgeist von viel mehr Misstrauen gegenüber den Eliten beseelt ist. Und hierbei neigen viele Menschen dazu, sich wieder auf tribale Ideen zu besinnen. Heute träumt man nun viel davon, die Zugbrücken wieder hochzuziehen und sich sicher zu fühlen, während die Idee der Weltregierung mit machiavellistischen Milliardären assoziiert wird. Doch wie es oft bei Asimov ist, bezieht er bei dieser Thematik keine allzu moralische Stellung. Seine Aussage ist nicht, dass großreiche und geopolitische Alleinherrschaften was Erstrebenswertes sind. Seine Aussage scheint mehr zu sein, dass dies Dynamiken sind, die häufig unvermeidlich sind, ob es uns nun gefällt oder nicht. Im selben Sinne, in dem diese Großreiche irgendwann wieder kollabieren. Ein anderes Thema des Buches hat möglicherweise mit einem sehr reinen Bild der Wissenschaft zu tun, deren Funktion darin besteht, uns die Wahrheit über die Natur zu offenbaren, ungeachtet dessen, ob diese Wahrheit nun gerade im Einklang mit dem Zeitgeist ist oder im Kontrast dazu steht. Der ehemalige Raumanalyst und Vakuumforscher, der nun ohne Gedächtnis als Rick auf Lorina lebt, hatte eben etwas herausgefunden, das imstande war, die gesamte Wirtschaft von Sark zum Einsturz zu bringen. Hinzu kommt, dass das hier eine der seltenen Situationen ist, in der sich Asimov auf Außerirdische beruft, die nicht mit dem Homo sapiens zu tun haben. Die Aliens kommen hier zwar nicht vor, sie sind an dieser Stelle wohl seit Jahrmillionen verschwunden, doch sie haben etwas mit der Entstehung von Kirt zu tun, für die Geschichte ist es aber ein relativ unerhebliches Detail. Asimov war dafür berühmt, dass er sich nur ungern mit Aliens befasste, all seine galaktischen Supermächte waren immer nur Menschen und Nachkommen von Menschen. The Currents of Space ist beileibe kein perfektes Buch. Es hat seine Schwächen, auch wenn diese einen nicht unmittelbar ins Gesicht schlagen. Zum einen basieren die kosmologischen Ideen in diesem Buch auf Vorstellungen, die Asimov um 1950 hatte, und er selbst neigte dazu, 30 Jahre später solchen Romanen kleine Vorworte anzufügen, wo er sich bei den Lesern für die falschen physikalischen Annahmen entschuldigte, die ein Science-Fiction-Autor damals haben konnte. So wusste man in 1952 noch nicht mit Gewissheit, wie eine Supernova entsteht, und Asimov benutzt hier die Bedrohung eines explodierenden Sterns als ein Motiv. Doch das finde ich vernachlässigbar bei einem spekulativen Buch, das vor über 70 Jahren geschrieben wurde. Das muss man einfach verdauen können. Andere Schwächen dieser Novelle sind eher schreibtechnischer Natur. Das Buch mutet ein wenig humorlos an, was aber letztendlich eine stilistische Entscheidung ist. Doch in typischer Asimov-Manier bietet der Roman nicht sehr viel Character Development an. Die Handlungsfiguren bleiben eher simplistisch, so wie wir sie am Anfang kennenlernen, im Geiste der guten alten Groschenromane, welchen Asimov letztendlich entstammte, und zugunsten einer straffen, actiongeladenen Handlung. An einer Stelle stellt uns Asimov eine interessante Handlungsfigur vor, die Dame Samia von Fife, die Tochter eines reichen und einflussreichen Funktionärs von Sark, die nach Florina kam, weil sie ein Buch über Kirt schreiben möchte. Und sie ist ein extrem interessanter Charakter, und auch Asimovs Versuch zu zeigen, dass die Sarkiten nicht einfach nur eindimensionale Nazis sind. Und obwohl Samia für eine Weile eine entscheidende Rolle in der Geschichte spielt, verschwindet sie irgendwann aus der Handlung mit derselben Geschwindigkeit, mit der sie dort eingeführt wurde. Asimov scherte sich grundsätzlich wenig um Tschechows Pistole, um ein berühmtes literarisches Erzählprinzip zu erwähnen. Doch nicht jeder mag das als eine Schwäche empfinden. Insbesondere, da dies ein so rasantes Buch ist, das bemüht ist, trotz seiner komplexen Geschichte knapp und überschaubar zu bleiben. Da ist also kein Platz für zu viele Einblicke in die Seelen dieser Menschen. Fazit: Das hier ist ein verdammt gutes Buch, um es in den Urlaub mitzunehmen oder auf eine unnötig lange Flugzeugreise.
Es ist spannend, dramatisch und voller Twists und Wendungen. Es ist eines dieser Bücher, die man kaum aus der Hand legen kann, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat. Und es ist ein Roman, der uns endlich in den Hinterhof des Trantor-Imperiums bringt und somit an die Schwelle der Foundation-Ära. Und am Ende offenbart sich doch ein kleines Detail, das alle drei Romane der imperialen Trilogie miteinander verbindet. Es ist die Erwähnung der Erde und die weitgehend globale radioaktive Verseuchung der Erde. In Sterne wie Staub beginnt die Handlung auf der Erde, bevor die Story zu einem kosmischen Roadmovie wird. Hier, in The Currents of Space, ist es lediglich eine Erwähnung, da der Planet Erde zufällig Riggs Geburtsplanet ist. In der Ära von Trantor steht die Erde zugleich im Mittelpunkt einer umstrittenen Idee, heute würde man fast sagen einer Verschwörungstheorie, dass alle Völker und Planetenbewohner der Galaxie ursprünglich von der Erde stammen. Wir, die Leser von Isaac Asimovs Büchern, wissen, dass das stimmt, denn wir kennen diese Geschichte von iRobot über den Auszug der Spacer und über 1000 Jahre später dem Auszug der Siedler. Wir haben über all das in den vergangenen Videoepisoden gesprochen. Doch in The Currents of Space liegen all diese Ereignisse schon so viele 1000 Jahre in der Vergangenheit, dass die gesicherte Information über die Herkunft der Menschen weitgehend verloren gegangen ist und höchstens als eine pseudowissenschaftliche Hypothese behandelt wird. Einige Romane später soll das noch schlimmer werden, als dann letztendlich Erde als Planet gänzlich in Vergessenheit gerät, so dass sich kommende Generationen nicht einmal erinnern können, wo das Sonnensystem einst lag. Wir sprechen da von zeitlichen Schluchten, die Zehntausende von Jahren ausmachen. Der dritte Roman dieser Trilogie, im Original Pebble in the Sky, hieß lange Zeit in Deutschland Radioaktiv mit drei Punkten und einem Ausrufezeichen. Inzwischen wurde der Titel auch geändert und das Buch erscheint unter dem Namen Ein Sandkorn am Himmel, also ebenfalls viel näher am Originaltitel dran. Und dieser Roman spielt sich dann tatsächlich auf der radioaktiv verseuchten Erde ab, doch dazu dann mehr in der nächsten Folge. Macht's gut!